Elon Musk geht in Berlin feiern und die deutsche Presse dreht durch. War er jetzt im Berghain oder nicht? Isst er seinen Döner mit oder ohne Schaf? War er im KitKat Club und kommt er da mit seinem traditionellen Outfit als sprechende Gesichtswurst überhaupt rein? Warum das alles aber nicht die wichtigsten Fragen sind, die man sich zum freundlichen Herrn Musk stellen kann, warum es eventuell ein Problem ist, dass Deutschlands Politiker und Redakteure schon ein feuchtes Höschen kriegen, wenn der Elon nur den Mund aufmacht, und warum vor allem sein diese Woche erfolgter Großeinkauf von Twitter-Aktien noch ein Problem werden könnte, das alles jetzt. Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. 280 Milliarden Dollar besitzt er, da muss eine alte Frau lang für Elektroautos löten. Zum Vergleich, das Bruttoinlandsprodukt von Österreich betrug letztes Jahr 420 Milliarden Dollar. Heißt also, zwei Elons hätten mehr Geld als ganz Österreich in einem Jahr erwirtschaftet. Aber liebe Ösis, das soll natürlich keine Kritik sein. Musk selbst bestreitet zwar, der reichste Mensch der Welt zu sein und glaubt persönlich, dass Putin viel mehr Geld hat als er, aber ich glaube, das ist nur so eine Mischung aus Schwanzvergleich und Koketterie. Koketterie quasi. Das ganze Geld verdient hat Musk mit seinen Unternehmen, Tesla, Starlink, SpaceX und noch ein halbes Dutzend anderer Unternehmen, die alle ein bisschen klingen wie eine Mischung aus einem Star Trek Bösewicht und einem Dampfstaubsauger. Gerade eben hat Elon Musk in Brandenburg noch eine Tesla Gigafactory eröffnet und alle haben sich gefreut. Gut, ich meine, in Brandenburg freut man sich ja eigentlich immer, wenn irgendjemand was eröffnet, was kein AfD-Büro ist. Eine 500.000 Autos will Musk jedes Jahr in Grünheide herstellen. 12.000 Menschen sollen da irgendwann arbeiten. Das ist ganz Brandenburg. Kein Wunder, dass der Elon auch in Deutschland immer mehr Fans hat. Wirtschaftsminister Robert Habeck zum Beispiel meinte, das Tesla-Tempo könne Vorbild für andere Bereiche sein. Er selbst, also Habeck, arbeitet daran 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Na, Robert, da müssen wir aber schon noch deine ganzen Lanz, Maischberger und Anne-Will-Auftritte abziehen. Also ich würde sagen, da bleiben 3 Stunden am Tag. Klar, man könnte auch bei dieser Gigafactory in Brandenburg den ein oder anderen Kritikpunkt anbringen. Zum Beispiel, dass es bis kurz vor der Eröffnung noch nicht mal eine richtige Genehmigung dafür gab. Andererseits, wer jemals in Deutschland etwas bauen wollte, was größer war als ein Vogelhäuschen, der muss den Elon Musk schon fast dafür bewundern, dass der nicht irgendwann alle Brandenburger Baubehörden-Mitarbeiter mit Reichszwecken an eine SpaceX-Rakete Richtung Mars getackert hat. Überhaupt könnte man Musks Art der Unternehmensführung ein bisschen kritisieren, wenn er zum Beispiel im Clinch mit US-Behörden liegt, was sehr oft passiert, soll er regelrechte Schreiattacken bekommen. Gut, aber auch das kann man irgendwie verstehen. Sie sollten mich mal hören, wenn ich bei meinem Kölner Finanzamt bin. Da schlagen die Hunde in Düsseldorf aber noch an. Seit neuestem ist Elon Musk auch ein wichtiger Player im Ukraine-Krieg, denn seine Starlink-Satelliten liefern den Ukrainern jetzt das Internet, das ihnen die Russen abgeschnitten haben. Der Schwanzvergleich mit Putin geht also in die nächste Runde und mittlerweile sind wir dann bei Pimmel aus dem All. Könnte man jetzt sagen, Mensch, Spitzentyp dieser Elon Musk. Kein Wunder, dass der immer mehr Fans hat und auch in Deutschland möchte gern Tycoons wie Frank Thelen seine Nähe suchen und sich nächtens ganz gerne an einem Elon Musk Plakat schubbern. Wird Zeit, dass wir uns alle einen kleinen Elon-Wimpel auf den Tisch stellen. Also an dieser Stelle wollte ich jetzt eigentlich einen kleinen Wimpel aus Gesichtswurst hier auf den Tisch stellen. Aber glauben Sie es oder nicht, in ganz Köln keine Gesichtswurst. Was ist hier los? Bärchenwurst? Ja. Vegane Wurst? Ja. Gesichtswurst? Nirgends. Was ist hier los? Wo ist Clemens Tönnies, wenn man ihn mal braucht? Wir könnten also alle Elon Musk-Fans werden. Wäre da nicht so eine klitzekleine Eigenschaft, die ihn so ein bisschen unsympathisch macht? Ich nenne es das Urlaubsflirt-Syndrom. Sie kennen das vielleicht, Sie lernen an der Hotelbar jemanden kennen, wirkt erstmal nett, gut angezogen, Geld hat er auch, Sie verabreden sich und dann denken Sie den ganzen Abend lang eigentlich nur, Gott, wenn er doch einfach mal die Fresse halten würde. Das Handelsblatt zum Beispiel bezeichnet Elon Musk als sendungsbewussten Milliardär, was, wie wir alle wissen, nur eine freundliche Umschreibung ist für dauersülzende Laberbacke mit beängstigender Gehirndiarrhoe. Ja, Elon Musk hält sich leider nicht an die heilige Dreifaltigkeit deutscher Milliardäre, Kohle machen, Fresse halten, Steuerprellen. Nein, Elon Musk will sich mitteilen. Rund um die Uhr. Er ist quasi der weltweit erste Dampfplauderer mit Elektroantrieb.
Das wäre ja noch nicht so schlimm. Bei mir ums Eck wohnt auch ein Typ, der den ganzen Tag wirres Zeug durch die Straße schreit. Das Problem ist, Elon Musk hat Geld. Und in Deutschland herrscht immer noch die irrige Annahme, dass jemand, der viel Geld hat, automatisch sehr schlau sein muss. Anders kann ich mir nicht erklären, warum Leute allen Ernstes zum Beispiel Lebenshilfebücher von Carsten Maschmeyer kaufen. Herr Musk hat also ein sehr ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis und deutsche Redaktionsstuben haben leider ein sehr ausgeprägtes Musk-Bedürfnis. Noch dazu ein ziemlich unkritisches. Vor allem die Springer-Presse liebt den Elon. Zu sagen, dass Springer gegenüber Elon Musk ein bisschen unkritisch ist, das ist wie wenn man sagen würde, dass Frauen Kegeltrupps mit Abenteuerland-T-Shirt und Diddlemaus-Rucksäcken etwas unkritisch gegenüber Hartmut Engler sind. Vor 2 Jahren zum Beispiel traf sich Elon Musk mit dem Springer-Chef Matthias Döpfner zu einem Interview. Die Überschrift des Interviews lautete: Es geht darum, das Leben zu spüren. Also Elon, mein kleiner Tipp von mir, wenn man das Leben spüren will, dann ist es besser, kein Interview mit Matthias Döpfner zu führen. Was? In dem Interview lobte Elon Musk zum Beispiel die chinesische Führung dafür, dass sie sich sehr um das Wohl der Bürger kümmert. Klar, Elon, dafür ist die chinesische Führung berühmt. Ja, da wird jedem Bürger, also jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Es sind ja auch genügend Überwachungskameras da kann man sehr gut von den Lippen ablesen. Dieses Jahr traf sich Elon Musk wieder mit dem Springer-Dementor Döpfner. Diesmal hatte er den guten Rat parat, dass Deutschland alle seine Atomkraftwerke am Netz lassen sollte, weil es bei uns schließlich keine Naturkatastrophen gibt und das Ganze deswegen total ungefährlich ist. Hatte der Musk auch eine Gigafactory im Ahrtal? Nee, ne? Dachte ich mir. Und mit jedem Interview kommt sich der Elon noch ein bisschen wichtiger vor und im Grunde züchten wir uns damit nur den nächsten reichen Wirrkopf heran, der glaubt, er wäre relevant und müsste irgendwie ins Weltgeschehen eingreifen. Damit haben wir ja schon immer nur gute Erfahrungen gemacht. So richtig übel wird es aber erst, wenn man Elon Musk bei Twitter folgt, was immerhin 80 Millionen Menschen machen. Denn da lässt der Elon wirklich alle Hüllen fallen. Was noch viel ekliger ist, als es klingt. Auf Twitter lässt Elon Musk zum Beispiel darüber abstimmen, ob er Steuern zahlen soll, fordert Wladimir Putin zum Faustkampf um die Ukraine heraus oder vergleicht den kanadischen Premierminister Justin Trudeau mit Hitler. Kann man sagen, alles nur Spaß, aber wenn ja, dann hat der Elon Musk leider den Humor von einem 12-Jährigen, der gerade die Marihuana-Schatulle seiner Eltern entdeckt hat. Man wünscht sich ja manchmal, dass Musk da nicht selber twittert, sondern seine Kinder, Exadark Sidereal, XAEA12 und R2D2 Heidelgund DIN A4. Aber obwohl Musk geradezu exzessiv twittert, liegt er regelmäßig im Clinch mit der Plattform. Vor allem, wenn es um die Meinungsfreiheit geht. Könnte man jetzt sagen, ist doch super, dass der sich drum kümmert. Es ist aber leider wie so oft bei sehr reichen Menschen, wenn die von Meinungsfreiheit reden, meinen sie damit nicht, dass jeder sagen kann, was er will, sondern dass sie immer sagen können, was sie wollen und ihnen alle zustimmen müssen. Egal, was für ein Bullshit ist, den sie erzählen. Und leider ist es gerade bei solchen Menschen sehr oft Bullshit. Kennt man ja von dem orangefarbenen Puddingteilchen, das mal im Weißen Haus saß. Genau wie Trump findet Elon Musk, dass bei Twitter die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, vor allem seit Twitter angefangen hat, Falschinformationen und Hetze auf der Plattform zu entfernen. Musk hat dazu sogar eine Umfrage bei Twitter gestartet. 70% seiner Follower stimmten ihm zu. Wahrscheinlich wurde dafür mal kurz die Tesla-Produktion unterbrochen, damit jeder Arbeitnehmer einmal kurz für den Elon voten konnte. Und was war Musks Reaktion darauf? Hat er sich zurückgezogen? Hat er Twitter verklagt? Nein, he did it the billionaire's way und hat den Bums einfach gekauft. Also zumindest 9,2% der Aktien. Musk ist damit der größte Aktionär bei Twitter und ganz ehrlich, Elon Musk als größter Anteilseigner bei Twitter, das ist so ein bisschen wie wenn sich Gargamel eine Villa in Schlumpfhausen gekauft hat. Hat auch nicht lange gedauert und schon hat Elon Musk ein paar einschneidende Veränderungen bei Twitter angekündigt und ich habe so das Gefühl, das könnte nochmal ein richtig geiler Booster für den allgemeinen Weltenwahnsinn werden. Manche Leute sind nämlich richtig begeistert, dass Elon Musk den Laden bei Twitter jetzt mal umkrempelt und ich habe das mal ein bisschen recherchiert, das sind nämlich mehrheitlich, Sekunde, ich habe es mir notiert, Arschgeigen. Menschen, die sich selbst ebenfalls in ihrer Meinungsfreiheit beschnitten fühlen, weil sie zum Beispiel nicht mehr zum Sturm aufs Kapitol aufrufen oder Chlorbleiche gegen Corona empfehlen dürfen. Eine republikanische Abgeordnete hat sich da schon besonders hervorgetan und das gefordert, was jetzt sicher viele sich erhoffen: Bring Trump back. Ja, genau.
Trump zurück bei Twitter. Mal ganz ehrlich, das ist doch genau das, was wir alle nach 2 Jahren Pandemie und einem Krieg in Osteuropa brauchen. Oder nicht? Ganz im Ernst, ich wünsche mir schon heute, dass das Berghain den Elon doch reingelassen hätte. Und noch ein bisschen mehr wünsche ich mir, dass sie ihn gar nicht mehr rausgelassen hätten. Schönes Wochenende. Wenn es Ihnen gefallen hat, machen Sie einen Daumen hoch, schreiben Sie einen kleinen Kommentar und teilen Sie dieses Video. Und wenn Sie die Woche in kurz unterstützen wollen, dann schließen Sie doch einfach ein Abo bei Steady ab. Oh, schon 20 neue Mitgliedschaften von Elon Musk. Hilfe!